heute ist Sonntag und Lena kommt jetzt gleich zu mir. Wir waren ja die letzten Wochenenden, Sonntage eher so bei ihr zu Hause und haben zusammen gearbeitet. Und heute machen wir uns einen ganz entspannten Tag bei mir zu Hause. Sie kommt jetzt gleich, dann frühstücken wir erstmal. Wir wollten daraus so ein bisschen ein schöneres Video machen, so wie unser Pyjama-Party-Video damals. So ein bisschen Day in the Lifestyle mäßig. Und deshalb warte ich jetzt auf Lena und dann nehmen wir euch heute ein bisschen mit. Wir machen zum Frühstück mal was etwas Besondereres und zwar eine Acai Bowl oder Acai oder Acai, wir sind uns nicht ganz sicher. Als Base benutzen wir tiefgekühlte Bananen und tiefgekühlte Beeren und dann haben wir noch ein paar frische Beeren, die tun wir entweder rein oder oben drauf. Dann haben wir Mandelmilch und das Acai Pulver und dann würde ich sagen, wir machen uns mal ans Mixen. Acai Beeren sind als Superfoods bekannt, weil die Inhaltsstoffe enthalten sollen, die angeblich den Stoffwechsel ankurbeln und bestimmte Alterungsprozesse und Krankheiten vorbeugen sollen. Und wir dachten uns, es kann ja nicht schaden, das mal auszuprobieren und es gibt dem Ganzen eine extrem schöne Farbe und es schmeckt auch sehr lecker. Das hat so einen ganz fruchtigen Eigengeschmack. Und dazu machen wir uns noch einen Smoothie und da sind wir noch ein bisschen experimentierfreudiger und machen Aktivkohle damit rein. Außerdem eine Banane, ein Pfirsich, Babyspinat. Das hier ist so eine Tiefkühlmischung. Da drin sind Bananen, Mango, auch noch gefrorener Spinat. Und das hier ist ein Glas voll Kokosmilch und das mixen wir jetzt mal zusammen. Die Aktivkohle gibt dem Ganzen eine sehr merkwürdige Farbe, also man hat so ein bisschen Respekt davor, das zu probieren. Aber wir haben beide schon mal Aktivkohle probiert und man schmeckt keinen Unterschied. Also es schmeckt wie ein ganz normaler Smoothie, sieht einfach nur sehr seltsam aus. Das ist das Pendant zu so einem Spiegel-Selfie, Spiegel-Vlogging. Es ist um einiges später und das sollen wir auch nicht mehr sagen. Die Leute mögen das nicht, dass wir ständig sagen. Es ist um einiges später. Es ist später. Es ist jetzt Zeit für ein kleines Beauty-Programm. Das Video entsteht in einer Kooperation mit The Body Shop und das ist die neue Maskenreihe von The Body Shop. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Die Maskenserie ist inspiriert von Superfoods, so wie die Rezepte, die wir euch vorhin gezeigt haben. Es gibt zum Beispiel eine mit Honig, eine mit Acai-Beeren und eine mit Aktivkohle. Und wir probieren die jetzt mal aus. Wir wollen uns mal an Multimasking probieren. Falls ihr davon schon mal was gehört habt, hört sich ganz cool an. Und machen wir das mal ran. Okay, was willst du wo, mein Kind? Also, ich hätte gerne auf jeden Fall die Charcoal. Die Kohlemaske hätte ich auf jeden Fall gerne in der T-Zone. Bei Multimasking, falls ihr das noch nie gehört habt, geht es darum, dass man verschiedene Masken auf verschiedene Gesichtszonen aufträgt, weil ja normalerweise auch die verschiedenen Zonen im Gesicht bei den meisten Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also viele Leute haben jetzt zum Beispiel eine fettige T-Zone und eher trockene Wangen. Und so kann man dann versuchen, die verschiedenen Masken genau darauf abzustimmen. Und das machen wir jetzt. Guck mal, es ist so kalt. Absolut. What next? Ich glaube, hier unten hätte ich gerne diese Ginseng und Salz. Very fine polishing mask. Genau, und dann hätte ich hier gerne die Acai. Der riecht auch gut, aber ich finde fast die Chunk. Das sieht alles aus, als wäre das ein Bad. Das ist halt wie Marmelade. Das ist alles geil so. Das ist wie pure Marmelade aufs Gesicht. Das riecht aber gut. Das riecht einfach original, wie das ist. Voila! Am I pretty? So pretty! So, Lea, jetzt bist du dran. Auf jeden Fall auch aktiv cool in der Tiefe. Einfach allein schon, weil es so witzig aus. Das ist das Kind für dein Liebel. Sieht das nicht schön aus? So schön.
So, die Masken sind abgewaschen. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, wenn wir öfter machen. Ja, vor allen Dingen diese Charcoal-Maske, die war so richtig wie so ein Peeling beim Abwaschen, also mit so Körnern. Also die Haut ist jetzt so richtig gepeelt und weich und fühlt sich sehr angenehm an. Und auch Multimasken finde ich richtig witzig. Vor allen Dingen die Dinger mit einem Pinsel aufzutragen. Ja, habe ich vorher noch nie gemacht. Masken mit einem Pinsel aufgetragen und das hat so Spaß gemacht, finde ich. Und jetzt... Jetzt kommt das Pflichtprogramm. Ich habe Lea überredet, dass wir heute noch Sport machen gehen. Also ich habe extra meine Sportsachen eingepackt und ich glaube, wir gehen draußen laufen vielleicht. Oder vielleicht machen wir drinnen ein Workout. Nicht so, als könnte ich mich für irgendwas überhaupt begeistern. Ja, aber ich setze das jetzt durch. Ich setze das durch. Wir machen jetzt Sport. Jetzt geht's ab unter die Dusche und dann gibt's einen Snack. Snack-Time, best time des Tages. Beste Time. Boah, meine Haare. So, wir machen jetzt Powerballs als After-Sport-Snack. Und zwar kommen da rein getrocknete Datteln, getrocknete Süßkirschen, Cashewkerne, Kokosraspeln, Haferflocken und Honig, damit das Ganze schön zusammenhält. Und das mixen wir jetzt mal zusammen. Das war's für heute. Wir verabschieden uns jetzt voneinander und verabschieden uns gleichzeitig von euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir euch mal so auf eine andere Art und Weise ein bisschen mitgenommen haben. Und wir haben am Ende noch ein Gewinnspiel für euch. Wir dürfen nämlich 2 Sets der Gesichtsmasken mit einem Lautsprecher und dem Pinsel, mit dem man sie auftragen kann, an euch verlosen. Falls ihr also mitmachen wollt, schaut mal in die Infobox, da verlinken wir alle Informationen zu dem Gewinnspiel und sowieso sind auch alle anderen Sachen wie immer in der Infobox verlinkt. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und dann noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.